sehr viele Stümpfe und hohes Gras. Bin auf der Suche noch um ein Plätzchen. Ich denke, ich werde was finden. Ich habe nur 5 Kilometer Restreichweite. Ich hoffe, dass die Steigung irgendwann mal aufhört. Zwischen irgendwelchen Äpfelbäumen einen super Platz entdeckt, wo man wild campen kann. Hoffe ich zumindest. Ich werde es versuchen. Ich habe nur noch 3 Kilometer Akku. Von dem her, upsala, bleibt mir nicht anders übrig. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, Tag 10 meiner Radreise Hamburg-Tübingen. Ich bin hier heute Nacht gelandet. Einmal wild campen. Es war kein Campingplatz mehr unterwegs auszumachen, der mich aufgenommen hätte. Es gab nur noch einen, der allerdings aufgrund Corona keine Zelte aufgenommen hat. Deswegen habe ich hier in der Nähe von Schorndorf ein nettes Plätzchen hinter so einer komischen Hütte und ein paar Apfelbäumen entdeckt. Ja. Hab sehr gut geschlafen. Hier direkt am Wald. Ja, mein Fahrrad habe ich nur abgeschlossen und die Alarmanlage scharf geschaltet. Ja, und ich fange schon an, sich die ersten Schnecken hier breit zu machen. Ja, ich habe super geschlafen. Eine Ruhe hier. Ich weiß nur, da unten ist ein Weg. Und da oben habe ich schon Radler gesehen vorhin. Ist das eine Kuh da oben? Ja. Und Äpfel fallen hier ständig vom Baum. Jo, da hinten ist ein Bauer. Ich hoffe, dass er mich nicht gesehen hat. Da hinten. Ja, der Bauer scheint offensichtlich irgendwie Spaß dran zu haben, Holz zu fällen. Vielleicht kann er diese Hütte auch gleich mitnehmen. Die hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Also auch wenn der Bauer hier ein bisschen ungemütlich wird, ich mache mir erstmal in Ruhe einen Kaffee, während sich die Schnecken hier auf meinen Taschen breit machen. So viel zu meiner Reichweite, 2 Kilometer im Tourmodus. Und ich habe gerade in der App E-Station nachgeschaut. Hier wäre tatsächlich sogar eine Station. Und da steht 3 Steckdosen. Und das ist relativ aktuell, 7.8. Da werde ich nachher mal hinfahren. Ja, ich hoffe, ich sehe nicht zu verschlafen aus. So, das Zelt ist inzwischen abgebaut. Den Müll, ich nehme natürlich alles mit, ist ganz klar. Ja, war eine anstrengende Fahrt gestern, aber es war lustig da im Biergarten. Ich hatte noch mal das Gespräch mit ein paar Senioren. Und die sind natürlich auch immer interessiert an solchen Geschichten. Ja, und dann geht's heute weiter. Restliche Etappe. Tag 10. Eigentlich wollte ich am 9. Tag schon ankommen. Aber ich habe mir Zeit gelassen. Es wurde was abgesagt. Von dem her macht ja Spaß. So, ich bin wieder raus aus dem Gebüsch. Ups, mein Fahrrad. Macht sich selbstständig. Immer schwierig in Handlage das abzustellen. Da hinten war mein Nachtquartier. Da links ist der Bauer. Der hat mich offensichtlich noch nicht gesehen. Ja, und diese Viecher haben mich auch geweckt heute Morgen. Stimmt's? Die süßen Ziegen. Ja, hier in, wie heißt der Ort nochmal? Schlichten. G-
Genau. Netter kleiner Dorfladen. Ja, klasse mit dem Laden, das klappt hier. Direkt am Dorfladen. Hier ist erstmal ein Kaffee genommen. Und darf jetzt hier anderthalb Stunden mindestens sitzen und warten. Ich habe nur etwa 55 Kilometer, also überschaubar. Ja, die Frau in der Kasse meinte, dass sie vor 14 Tagen erst eine lange Radtour von Cuxhaven bis nach Dresden gemacht hat, also am Elbe-Radweg entlang. Sie meinte, es war ein bisschen langweilig, aber kann ich mir vorstellen, ja. Ja, es ist kurz vor 12, ich habe jetzt anderthalb Stunden geladen und habe jetzt genug Reichweite. Es geht ja bergab, es sind etwa 55 Kilometer oder 57. Und der Akku ist dreiviertel voll. So, ganz weiter gehen. Ja, ein toller Blick hier auf die Schwäbische Alb. So, ich bin jetzt gerade durch Hegenlohe und jetzt geht es 12% Steigung nach unten nach Reichenbach an der Filz. Anderthalb Kilometer Abfahrt. Ich kann die Kamera leider nicht in der Hand halten, weil ich keine Befestigung habe. Oder zumindest die Befestigung ist verdeckt durch die Tasche. Hätte ich mir vorher mal was einfallen lassen sollen, weil es waren echt schöne Abfahrten dabei auf der Tour, aber ist nun mal jetzt so. Also auf geht's nach Reichenbach an der Filz. So, ich bin jetzt durch Reichenhall an der Filz und jetzt geht's weiter. Ich weiß es selber, ich kenne diese Strecke selber nicht. Mal schauen, wo es uns wieder hinführt. Ah, das scheint die Filz zu sein. Ja, ich bin jetzt nach Plochingen unterwegs und habe gesehen, hier kann man ein paar Stufen an die Filz runterlaufen. Ah, das sieht ja auch schön idyllisch aus. Ist das die Filz oder nicht schon der Neckar? Nee, das fließt ja falsch rum. Genau. Eigentlich fahre ich ja immer flussaufwärts, aber diesmal flussabwärts. Also in die Richtung. Geh doch mal lieber wieder zu meinem Fahrrad. Boah, es ist wahnsinnig heiß heute. Ich habe den Eindruck, es ist noch heißer als gestern. Ich glaube, so um die 32 Grad. Ja, ich habe nochmal nachgeschaut. Das ist die Filz tatsächlich. Schon merkwürdig, diese Betonplatte da unten. Wo die mal wohl herstammt. Vielleicht war mal hier mal ein Wehr. Wer weiß. Ich müsste jetzt in Ploching sein. Überall Obstbäume. Muss ich mal gucken, ob ich nochmal einen Pflaumenbaum oder Zwetschgenbaum sehe. Oh, hier ein Insektenhotel. Bin ich richtig? Doch, ich bin richtig. Wasser hochgepumpt. So, ich bin jetzt etwa 17 Kilometer gefahren und ich gehe erstmal am nächsten Ort, frühstücke was. Übrigens, hier, das ist jetzt der Neckar und ich fahre jetzt auch wieder flussaufwärts. Das ist ein ganz schöner Radweg hier, direkt am Neckar entlang, in der Höhe von Bertau. Allerdings, die Oberflächenbeschaffenheit lässt zu wünschen übrig. Also es ist mehr so Gravel, also Schotter. Also ich fahre jetzt auch nur 20. Ich bin jetzt gerade nicht so stark belastet hier mit dem ganzen Gepäck. Ja, gleich geht's zum Bäcker. Ja, das war mal eine asphaltierte Fläche. Da sieht man mal, wie die Natur sich das alles wieder zurückholt. Ja. Hier ist eine Badestelle. Ja, hier ein Stauwehr. Ich fahre jetzt in den Ort rein zum Bäcker, sonst wäre ich weitergefahren. Einmal im Kreis. Fußgängerübergang, das klingt nicht gut. Mit einer Hand bin ich nicht ganz so schnell, sorry. Ja, der Bahnhof
alte. So, das ist mein Bäcker. Eine Stunde 38 Minuten, nach 90 Metern links abbiegen, dann links halten. Mann, oh Mann. Ja, aber das ist wohl der Neckarradweg hier. Das ist echt übel. Ja, zumindest ist die Oberfläche super. Ja, da vor mir sind auch noch zwei Radler, wenn man sie sehen kann. Aber wahrscheinlich wird hier ein Radweg gebaut, sehe ich gerade. Ja, noch 32 Kilometer, dann bin ich in Tübingen. Ja, irgendwie finde ich schade, dass die Reise jetzt zu Ende ist. Ist aber so, ich bin jetzt 1000 Kilometer gefahren. Kommt mir vor, wie als wenn ich ein paar Tage unterwegs war. Ja, ich könnte noch weiterfahren. Ich könnte bis den Neckar noch ganz hoch, bis zum Bodensee, Donau entlang. Ich hätte echt Lust. Leider fehlt mir halt die Zeit. Ja, was ich erstaunlich finde, ich hatte überhaupt keinen Platten. Ich habe nicht mal die Luft geprüft. Ich hatte sonst bisher keine Panne. Ich hoffe, dass das auch so bleibt, aber eher unwahrscheinlich, dass noch was passiert. Ja, ansonsten tolles Fahrrad und hat viel Spaß gemacht. Ich brauche jetzt auf jeden Fall dringend Wasser. Und ich habe gerade hier auf meiner App gesehen, da kommt nachher wieder ein Friedhof. Also, da werde ich wohl Wasser fassen können. Es gibt auch schöne Abschnitte hier, aber ich finde es schade, dass es nicht asphaltiert ist. Und vom Neckar sieht man eigentlich auch nicht so viel. Der versteckt sich meistens hinter Büschen und Bäumen. Ja, hier ist auch ja, alles dicht besiedelt. Einzugsgebiet von Tübingen, Reutlingen, Stuttgart. Ja, hier hat man ein bisschen Blick aufs Wasser. Immerhin. Hier hat man wenigstens einen schönen Blick. So, ich muss für Real Lift gleich mal ein Foto machen. Wir sind in Nürtingen. Da baden ein paar Leute. Da gibt es eine kleine Aussichtsplattform. Haben sie ganz schön gemacht. Oh, einmal links, einmal rechts von dem Neckar. Jetzt fahren wir links wieder weiter. Das ist ein Schwimmbad, Naturbad. Was für eine Schlange gerade hinter an der Kasse. Ja, endlich mal eine asphaltierte Strecke. Ich hab's nicht mehr weit. Gucken. Ja, immer noch 20 Kilometer, 21,5. Ich habe mich gerade ja noch mal da abgechillt und ein Bier getrunken. Bei der Hitze. 34 Grad haben wir jetzt. Boah, wenn es gestern so heiß gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich die Steigung überstanden hätte. Es war schon warm, aber nicht so heiß. Ja, hier ist der Neckar.
Ja, irgendwie komme ich gar nicht voran heute. Ach, schöne Brücke aus Holz. Zumindest die Tragkonstruktion aus Holz mit aufgelegten Betonplatten. So, wo geht's weiter? Ach, dieser Radweg ist auch noch ausbaufähig. Hier ist ein Splinter-Sparrenkasten. Starrenkasten natürlich. So, hier ist der Radweg. So kleine, klitzekleine Radweg. So, da ich jede Brücke filme, muss ich auch diese filmen. Hier eine Hängebrücke, aber über den Neckar. Hier ist ja richtiger englischer Rasen hier links. Ich weiß nicht, wozu das gehört, aber hier liegen ein paar Leute an dem Neckar und sonnen sich. Aber so ein großes Freigelände, Golfplatz ist es auch nicht. Ja, hier ist wieder sehr schön. Ja, je näher man nach Tübingen kommt, ich habe noch 12 Kilometer jetzt bis Tübingen, desto schöner wird es eigentlich. Auch der Radweg ist besser geworden. Ja, also macht es Spaß wieder. Aber es ist noch ausbaufähig, also gerade in den Dörfern. Man muss ständig die Seite wechseln und durch Wohngebiete, wie gesagt. Aber ich glaube, also ich kenne die Strecke ja auch dann weiterführend von Tübingen über Rottenburg, Rottweil, das ist auch sehr schön. So, die letzten 10 Kilometer sind angebrochen. Noch 9,5 Kilometer bis Tübingen und meine lange Radreise geht zu Ende. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich will es immer wieder machen und ich werde auch bald wieder eine Reise machen. Sobald ich Zeit und Urlaub habe, werde ich es auf jeden Fall möglich machen. Ja. Es ist einfach traumhaft, die Natur halt zu erleben. Die unterschiedlichen Abschnitte, verschiedenen Landschaften. Plötzlich ist man von einer in eine andere Landschaft. Ah, es ist. Ich kann es euch jedem empfehlen, der mal Bock drauf hat. Kilometer und da sehe ich schon den Österberg. Ich hoffe, er ist richtig. Also auf jeden Fall gehört er schon richtig zu Tübingen. Ja, ich roll so langsam hier in Tübingen ein. Ortsschild habe ich zwar keins gesehen, aber es ist definitiv Tübingen hier. Jo, es sind alles neu entstandene Wohnhäuser hier. Und da fahre ich gleich mal zur Neckarbrücke. So, das Ziel ist erreicht. Ach, jetzt geht's hier rechts noch lang. Bei Rot halten natürlich.
jetzt noch ein Stück weiter. Ich muss zum nächsten Hauptbahnhof und da wohnt meine Verwandtschaft. Zum Kaffee vorbei. Nee. Herzlich willkommen. Ach so, ja, weißt du, dürfen wir uns umarmen eigentlich nicht, ne? Ach klar. Ja, ja, hallo, schön. Hallo. Yeah.